Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Kingdom Hearts Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut wieder Games for You. Und wir haben ja jetzt den Boss geschafft in der letzten Folge, endlich, nachdem ich total verpeilt rumgerannt bin. Wie dem auch sei, es gut ist, wir haben es geschafft. Das weitere Gute ist, wir können jetzt zaubern mittlerweile. Gucken, ob wir was einkaufen können. Proteskette, haben wir eine. Feuerring, das hört sich doch grundsätzlich ganz gut an. Aber Angriffskraft, also das ist nur Abwehr. Maximum AP steigen. 800 haben wir. Wir gucken, ob wir nicht eher wie so Richtung Waffen oder irgendwas mit Potions oder sowas kaufen können. Das fände ich im Moment relativ spannend. Weil Potions kannst du halt echt häufig gebrauchen. Müssen wir hier hoch, wenn ich mich richtig erinnere. Gucken, ob der Laden mittlerweile geöffnet hat. Noch verschlossen, also das können wir noch nicht. Dann gehen wir mal gucken. Tagebuch, was ist das? Blödsinn. Abilities, so, jetzt, was können wir machen? Mit Sora, ne? XP, Rutschattacke. Weit entfernten Gegner zu und greife an. Gegnerischen Angreifen, Angriffen auszuweichen. Ausrüsten. Hä? Haben wir das jetzt? Die haben wir ausgerüstet, ne? Goofy-Rakete. Können wir die ausrüsten? Ja. Können wir auch. Kupfer haben wir keine. Ist hier mit Einstellungen? Nee. Okay, also das ist einfach eine Ausweichrolle. Das ist cool. Würde ich sagen, dann gehen wir mal hier rum, weil dort soll ja auch der Ding sein. Der Gumjet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nennt sich das Gefährt. Bodenstation an Crew. Der grüne Kreis zeigt euren Aufenthaltsort. Mit dem Bewegen des Kreises lässt sich das nächste Ziel bestimmen. Die Kampfstufe gibt den Schwierigkeitsgrad an. Je mehr Sterne, desto stärker sind die Herzlosen in dieser Welt. Okay, was ist das? Stufe 1, Stufe 2. Dann gehen wir doch erstmal hier hin. In die Stufe 1. Vor allen Dingen, da wir uns ja auch erstmal mit unserem Team irgendwie verständigen müssen. Was? Mit diesem Gummijet reisen wir von Welt zu Welt. Okay. Aber die Schiffe der Herzlosen werden versuchen, uns zu zerstören. Deswegen muss der Gummijet gekonnt gesteuert werden. Also wir müssen ihn selber fliegen. Deine Reise wird dokumentiert, bis du dein Ziel erreicht hast. Mache die Mission, die jede Welt zu bieten hat, ausfindig. Der Gummijet wird mit dem linken Stick gesteuert. Neige den linken Stick nach oben, um nach unten zu fliegen und umgekehrt. Die blaue Leiste zeigt die Energie von zum Beispiel Laser und Fangnetz an. Okay, Fangnetz. Aber ja, vorsichtig sein, was den Energieverbrauch angeht. Die grüne Leiste zeigt die Schildenergie an. Fällt die Schildenergie auf 0, geht es zurück zur Abflugstelle. Ah ja, okay. Und jetzt? Können wir auch was schießen? Tatsache, können wir. Muss aber ganz ehrlich sagen, steuert sich nicht so geil. Okay, ein bisschen was ausgehalten. Aber wir können auch einfach gedrückt halten. Okay. Also ich muss sagen, da hat Lilith Wars bzw. Star Fox auf dem Super Nintendo schon mehr geboten. Ich verstehe hier diese Dinger nicht. Hä? Also die dürfen wir nicht treffen, oder was? Ich habe gedacht, das ist meine... Och Gott, ey, ich hasse es. Du hast ja überhaupt nicht so richtig das Feedback, finde ich, so von dem her, was passiert. Viel zu wenig Feedback. Okay, so. Durch diese Dinger dürfen wir offensichtlich nicht fliegen.
Einen haben wir eingesammelt. Ach, die kann man doch kaputtballern. Okay. Davon kriegen wir Schildenergie. Ich verstehe. Glaube ich. Na komm, die kriegen wir auch noch. Und die Ringe dürfen wir auch nicht berühren. Auch interessant. Also das ist selten scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist absolut langweilig. Und ich habe auch gedacht, dass Namco hier das Patent darauf hat, Ladescreen-Spielchen zu machen. Scheint jetzt hier nicht der Fall zu sein. Was ist denn jetzt bitte passiert? Oh, wir waren zu weit nach unten. Wir sind unten gegen das Ding geballert, ey. Wieder an der gleichen Stelle. Total verpeilt. Es gab doch mir kein Mensch, ey, dass ich zu blöd bin, den Kack hier durchzuspielen, weil es einfach so kacklangweilig und langsam ist. Ey. Es macht null Spaß, es gibt keine Ausweichrollen und gar nichts. Das ist blöd. Komm. Bei dem schieße ich doch auf den Kack drauf und das interessiert das überhaupt nicht. Okay. Genug Energie haben wir auf jeden Fall gesammelt gehabt. Schön aufpassen. Der hat uns getroffen, der Drecksack. Oh, wie ein Scheißring geflogen. Wir sind aber einen Millimeter weitergekommen, muss ich sagen. Einen Millimeter weitergekommen. Manchmal habe ich das Gefühl, als ob die mich verarschen wollen. Kann mir doch niemand erzählen, dass das genau das ist, was die geplant haben. Leute zu frustrieren. Sind hier dann nicht bei Dark Souls oder Co. Einfach nur, ich meine jetzt rein vom Frustziel her. Okay, genug HP haben wir. Scheiß auf die Punkte. Ganz im Ernst. Die haben wir. Haben wir auch im Großen und Ganzen. Kannst auch überhaupt nicht präzise genug steuern, nach meiner Meinung. Oh. Nicht aufregen. Nicht aufregen. Das könnt ihr doch nicht ernst meinen, oder? Leute, wenn ihr wollt, dass ich den Kack hier mache, dann lasst den Scheiß nicht steuern wie einen feuchten Furz, ey. Steuerung ist so zugegimmt, mir kommt es auch teilweise so vor, als ob das überhaupt gar nicht dem entspricht, was man gerade sieht. Also, ich weiß nicht, wie soll ich das erklären? Dass es perspektivisch ein bisschen verzerrt ist, so kommt mir das ein bisschen vor. Okay. Man kommt ja gar nicht durch, ne? Man kann nicht durch diesen Ring fliegen. Warum? Man kann's nicht. Die Kamera geht überhaupt gar nicht weit genug nach rechts. Gut zu wissen. Diesen Ring, den lassen wir jetzt außen vor. Ey, ich reg mich über Kingdom Hearts auf. Glaub's nicht.
Das meine ich mit perspektivisch komisch. Ja, keine Ahnung. Ich reg mich nicht auf, ich reg mich nicht auf, ich reg mich nicht auf! Danke, dass ihr mich getroffen habt, das finde ich sehr, sehr nett. Wollte ich eh vorschlagen, einfach mal mich ein bisschen öfter treffen. Ihr könnt mich mal. Da konnten wir jetzt wiederum durchfliegen. Da fliege ich nicht durch, so sehe ich aus. Können die einen denn so trollen, dass sie da was hinmachen, was man überhaupt gar nicht wirklich nutzen kann? Macht doch gar keinen Sinn. Ist doch asozial. The fuck ist denn hier jetzt los, bitte? Oh Gott, ich hasse euch. Ich hasse euch, ey. Was ein Dreck. Ich hoffe, dass es, wenn man einmal dort ist, eine Schnellreisefunktion gibt. Toll, neuer Highscore, der interessiert mich schon Scheißdreck, ehrlich gesagt. Landen. Na, was jetzt? Ins Wunderland. Oh, das ist eine tolle Übersetzung für Wunderland. Oder Wonderland. Treffen wir Alice wahrscheinlich. Oh mein Fern, was ist? I'm late, I'm late, I'm late. Yeah. Oh dear, oh dear, oh dear. I'm here, I should be there. Oh, I'm late, I'm late, I'm late. Oh, the Queen, she cut my head for sure. Da ist er, der berühmte Kollege. Das kann man noch nicht machen. Wie wir wissen. Oder gelernt haben, sagen wir es mal so in der letzten Folge. Na komm, mach die Tür auf, genau. Bin mal gespannt, wie die Welt umgesetzt ist. Oh, da ist die Tür. Okay, sie redet mit uns. No, you're simply too big. What? That tax? Must you be so loud? You woke me up. Good morning. Good night. I need a bit more sleep. Wait, what do we have to do to grow small? Why don't you try the bottle over there? Welche? Ah, okay. Welche ist das? Die rote? Ja, wie wähle ich die jetzt aus? Jetzt hören wir bestimmt... Ah, sie werden klein. Sehr gut. Warum sind wir denn jetzt bitte auf dem... Oh, oh, oh. Da sind sie. Die Gangster sind da. Habe ich nicht Magie ausgewählt, so im Sinne von, dass ich Magie anwenden kann, indem ich einen bestimmten Knopf drücke? Leute, wir haben, glaube ich, keine... Nee, haben wir natürlich nicht. Oh, ich hasse euch. Ich hasse euch, ihr Viecher. Aber ich habe doch Feuermagie bekommen, oder nicht? Und warum kann ich die da nicht zaubern? Wenn die doch schon auf einen Skill ist, auf einen Button. Komisch. Warum sind die Speicherpunkte auch so blöd gesetzt? Ach, stirb doch. Die mit ihrem Feuerkack, ey. Ich flippe noch aus. Stirb halt, Mama. Stirb, genau. Zeig's denen, zeig's denen.
Okay, und wir müssen hier hinten aber hin. Noch mehr. Stirb halt mal. Okay, wir müssen hier gucken, dass wir mal was machen. Den HP wäre schon nice. Schön mit den Rollen arbeiten. Jawohl. Geht die Tür jetzt auf oder nicht? Hallo, Mr. Tür. Pennt immer noch oder was? Verarsche. Müssen wir noch mehr gegen Leute kämpfen oder wie? Hä? Ah, hier. Ich wusste es doch. Den Hammer. Zum Glück sind unsere Freunde recht kompetent, bis auf Donald. Gucken, ob er jetzt hilft. Ich glaube, es klappt jetzt. Oder auch nicht. Warum nicht? Hä? Wie zur Hölle soll denn das jetzt funktionieren? Noch mehr Gegner. Haben wir auch. Danke. Drecksau. Können die das ernst meinen? Leute, können die das ernst meinen? Frag ich mich gerade. Vielleicht was mit der Uhr? Ich wollte heute eigentlich gar nicht so viel aufnehmen. Aber wir kommen nicht drum rum. Vielleicht müssen wir da oben hin irgendwie. Nebeneingang, ich verstehe. Dann gehen wir halt da durch. Leute, wir brauchen unbedingt mal einen Speicherpunkt. Gibt's doch gar nicht. Oh shit. This girl is the culprit. There's no doubt about it. And the reason is because I say so, that's why. That is so unfair. Well, have you anything to say in your defense? Of course. I've done absolutely nothing wrong. Mm-hmm. You may be queen, but I'm afraid that doesn't give you the right to be so mean. Silence! You dare defy me? Hey guys, we should help her out. We're outsiders, so wouldn't that be muddling? Oh yeah, and that's against the rules. The court finds the defendant guilty as charged for the crimes of assault and attempted theft of my heart. Off with her head! No, no!
Oh, please! Hold it right there! Who are you? How dare you interfere with my court? Aber echt. Excuse me, but we know who the real culprit is. Uh-huh, it's the Heartland. Anyway, she's not the one you're looking for. That's nonsense. Have you any proof? Bringt mir Beweise für Alices Unschuld, sonst heißt es ab mit all euren Köpfen. Sammelt so viele Beweise, wie ihr wollt. Erstattet Bericht, sobald ihr soweit seid. Speicherpunkt, Speicherpunkt. Wollt ihr mich verarschen? Wo ist hier denn ein Speicherpunkt, Leute? Es muss hier in dem Kack doch mal eine Möglichkeit geben, um was abzuspeichern. Ah, hier. So, dann würde ich sagen, dann speichern wir an der Stelle auch. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.